Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es mal um das Thema Konstantstromquelle. Ich möchte das ein bisschen erläutern. Das ist eigentlich ein Standardthema, was jeder kennen sollte, der sich mit Elektronik befasst. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, wo wendet man sowas an? Wo braucht man sowas? Also Konstantstrom und nicht Konstantspannung ist gefragt. Ich habe mal fünf Anwendungen hier mal kurz skizziert und würde da mal kurz drauf eingehen. Die erste Anwendung wäre im Bereich Sensortechnik. Und zwar mal hier als Idee, man hat ein PT100 und will praktisch mit diesem hier die Temperatur messen und baut hier so einen Spannungsteiler auf mit einem Widerstand, mit einem Vorwiderstand und schließt das Ganze an 9 Volt an und misst dann die Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung müsste eigentlich sich ändern, wenn die Temperatur sich ändert. Aber der Nachteil ist eben hier, wenn die Spannung hier oben schwankt, dann ändert sich auch diese Ausgangsspannung in der Abhängigkeit der Betriebsspannung sozusagen, das ist natürlich schlecht. Also würde man in so einem Fall das nicht so aufbauen, sondern man würde hier eine Konstantstromquelle einbauen. Das ist hier so ein gängiges Symbol. Also hier fließt jetzt meinetwegen konstanter Strom I, hier praktisch I gleich ein paar Milliampere. Der fließt also durch den PT100 und in Abhängigkeit der Temperatur ändert sich UA. Und wenn jetzt hier die Eingangsspannung schwankt, also die Betriebsspannung 9 oder 12 Volt, ist egal, es fließen immer noch diese paar Milliampere, 1, 2 bis 10 Milliampere vielleicht. Und je nach Temperatur ändert sich dann UA. Also man ist hier wesentlich genauer in der Messung. Ein zweiter Punkt, der mir so aufgefallen ist, ist natürlich das Thema Akkuladegerät. Jeder kennt es, verschiedene Akkus werden mit bestimmten Ladegeräten geladen oder müssen mit verschiedenen Ladegeräten geladen werden oder mit bestimmten Ladegeräten. Ich habe zum Beispiel hier mal so einen Akku mitgebracht, so einen 9 Volt Block. Und da steht drauf, laden 16 Stunden 20 mA oder 4 Stunden 60 mA. Das heißt, wenn ich jetzt den Akku mit konstant 20 mA speise, dann kann ich nach 16 Stunden erwarten, dass das Ding aufgeladen ist. Also hier wird keine Spannung angelegt oder so, sondern es wird ein konstanter Strom von 20 Milliampere zum Beispiel durchgeschoben oder 60 Milliampere, dann wären es nur 4 Stunden, wie man sie hier sieht, dann wäre das Ding aufgeladen. Also das ist ganz wichtig bei Akkus. So ein Akkuladegerät besteht meistens aus mehreren Dingen, also nicht nur konstant Stromquelle, sondern auch eine konstant Spannungsquelle, denn je nach Akkutyp muss also mal mit einer konstanten Spannung oder auch mit einem konstanten Strom geladen werden. Das wäre also auch ein typischer Anwendungsfall. Ein weiterer Anwendungsfall wäre zum Beispiel eine Steuerung eines DC-Motors, Gleichstrommotor. Wenn man das macht, dann ist das Drehmoment dann auch in dem Moment konstant. Ein weiterer wichtiger Punkt und Standardsache ist natürlich auch, das kennt jeder, ist die Ansteuerung von LEDs. Und das ist sozusagen in aller Munde. Die Frage ist natürlich, warum. Zum einen ist die Helligkeit sozusagen konstant, wenn ich mit einem konstanten Strom die LED betreibe. Und zum anderen gibt es einen wichtigen Punkt in der Kennlinie. Und zwar, wenn man sich hier diese Kennlinie anschaut und man würde die LED mit einer konstanten Spannung UF sozusagen steuern und UF würde schwanken, dann wenn sie nur ein bisschen schwankt, dann komme ich hier in einen Bereich, wo der Strom auf einmal sehr viel höher wird. Hier. Also dieses Delta UF zu Delta IF ist dann sehr klein. Also Delta UF ist sehr klein, aber Delta IF ist sehr groß. Das heißt, es kann sein, wenn das UF sehr stark schwankt, dass der Strom sehr viel höher wird. Und dadurch kann es sein, dass die LED auch kaputt geht. Deswegen lädt man eigentlich hier mit einem konstanten Strom hier. Und wenn man sich vorstellt, hier ändert sich der Strom ein bisschen, na gut, die Spannung ändert sich auch ein bisschen, das ist nicht viel, aber damit hat man die Gewähr, dass in jedem Fall die Helligkeit in dem Fall wirklich konstant bleibt und auch die LED eigentlich nicht wirklich kaputt gehen kann, wenn man es richtig macht. Also das wäre auch ein Grund, warum man hier mit LEDs mit einem konstanten Strom speist und natürlich auch das, wie bei der Sensortechnik, dass man unabhängig ist von der Betriebsspannung. Eine fünfte Sache gibt es noch, und zwar ist es hier die sogenannte 4 bzw. 20 Milliampere Schnittstelle aus der Automatisierungstechnik. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine lange Distanz zu überbrücken, wo man ein Signal übertragen will,
und man legt hier 12 Volt an. Ja, und das ist dann 1 Kilometer lang, dann kann es durchaus sein, dass am Ende nur 10 Volt rauskommen. Und dann kann sich natürlich jemand sagen, ja, 10 Volt ist vielleicht noch ganz gut, aber eigentlich wollte ich 12 Volt haben. Das geht natürlich nicht, weil ich habe natürlich hier einen Widerstand über diese Länge. Wenn ich das anders mache, und zwar mit einem konstanten Strom, ich speise aus hier einen konstanten Strom von 20 Milliampere ein, und habe hier sozusagen dann den Widerstand, der mir diesen Strom sozusagen bestätigt, dann weiß ich, dieser Strom, 20 Milliampere, wenn hier vorne 20 Milliampere fließen, fließen hier hinten auf jeden Fall auch 20 Milliampere. Und in Abhängigkeit der Größe des Widerstandes kann ich dann die Spannung abnehmen, also praktisch dann das Signal auswerten. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Die konstante Stromquelle hier ist auch wesentlich unempfindlicher gegen externe Störungen. Also das wären so mal Anwendungen der konstant Stromquelle. Bevor es zur ersten Schaltung geht, mal hier eine generelle Überlegung. Und zwar geht es um Folgendes: den Vergleich zwischen einer Konstantstromquelle zu einer Konstantspannungsquelle. Wenn man sich überlegt, man hat ein Netzteil, was ja normalerweise eine Konstantspannungsquelle ist, und hat an dem Netzteil hier 20 Volt eingestellt und guckt sich die Spannung mal an in Abhängigkeit eines Lastwiderstandes. Dann kann man sagen, wenn der Lastwiderstand 0 ist, dann sind die Klemmen hier kurz geschlossen. Das heißt, die Spannung ist 0. Wenn ich jetzt den Lastwiderstand erhöhe, dann steigt auch die Spannung an bis zu dem Punkt, wo ich eigentlich meine eingestellten 20 Volt bekomme hier. Und das wäre sozusagen hier der Bereich, also bis die Klemmen nachher ganz offen sind, wo ich eine konstante Spannung habe. Bis zu diesem Punkt kann ein maximaler Strom entnommen werden. Wird er höher, sinkt die Spannung ab. Das sind dann hier, in diesem Bereich ist praktisch dann die Strombegrenzung aktiv bei diesen Netzgeräten. Also hier sind die Klemmen offen, hier sind sie kurz geschlossen. In diesem Bereich wirkt die Strombegrenzung und in diesem Bereich kann ich ganz normal mit dem Netzgerät, so wie es eingestellt ist, hier mit 20 Volt arbeiten. Der Unterschied zu einer Konstantstromquelle ist nun, wenn ich eine Konstantstromquelle habe, wie meinetwegen 1 Ampere, und ich habe die Klemmen kurz geschlossen, also die Last ist 0, dann fließen diese 1 Ampere. Die fließen so lange, also ich erhöhe den Lastwiderstand auch, die fließen so lange, bis ein bestimmter Widerstandswert überschritten wird, dann sinkt nämlich der Strom. Hier ist sozusagen die Spannungsbegrenzung aktiv. Und wenn die Klemmen natürlich offen sind, wäre also jetzt in dem Fall also ist kein Widerstand angeschlossen, dann kann natürlich gar kein Strom mehr fließen. Also auch hier dann wiederum genau andersrum. Hier ist die Spannungsbegrenzung sozusagen aktiv. Hier fließt der konstante Strom, den ich hätte, bis zu einer bestimmten maximalen Spannung, die ich haben kann. Und hier sind die Klemmen kurz geschlossen, also in beiden Fällen, Konstantspannungs- und Konstantstromquelle. Und hier sind die Klemmen offen. Das wäre sozusagen mal so als ein grafischer Unterschied zu sehen, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und was ganz wichtig ist, was natürlich gilt nach wie vor, ist das Ohmsche Gesetz. Also das gilt, wenn man also diese Berechnung hier macht, später auch für den ersten Aufbau, gilt das Ohmsche Gesetz. Es gilt natürlich auch das Gesetz zur Berechnung der Leistung. Auch das Knoten- und Maschengesetz ist ganz wichtig. Das Ohmsche ist das Wichtigste in dem Fall. Und in der nächsten Abschnitt sozusagen jetzt kommt die erste Schaltung mit einem Transistor. So, bevor ich die Transistorschaltung hier auf der rechten Seite erläutere, mal kurz die Idee einer Konstantstromquelle. Also wie realisiert man das? Wie baut man es auf? Die Idee ist, dass man durch einen Widerstand, der konstant ist, ja einen konstanten Strom haben will, beziehungsweise dort eine konstante Spannung anlegt. Wenn man dort eine konstante Spannung an diesen Widerstand anlegt, dann fließt durch diesen Widerstand natürlich ein konstanter Strom, der ändert sich nicht. Und mit Hilfe eines aktiven Bauteils, also dann einem Transistor oder Operationsverstärker, leitet man diesen Strom sozusagen weiter hier zu diesem Punkt und kann dort hier dann hat einen Lastwiderstand, eine Last und greift sozusagen hier diesen konstanten Strom ab. Also der Konstantstrom über diesen Widerstand wird hier weitergeleitet.
und kann hier über diesen Lastwiderstand sozusagen abgegriffen werden. Und man sieht auch jetzt hier praktisch, wie der Aufbau ist. Ist praktisch fast identisch. Man hat also jetzt hier den Transistor als aktives Bauteil. Man hat diese 10er-Diode als Referenzspannung, was sehr ungünstig an sich ist, aber es ist ein einfaches Beispiel. Man hat hier diesen Widerstand, über den man einen konstanten Strom fließen lässt, und diesen konstanten Strom kann man hier oben praktisch abgreifen und dann hier einen Lastwiderstand anschließen. Bevor man das berechnet, sind natürlich ein paar Parameter notwendig. Zum einen sollte man wissen, mit was für einer Spannung hier das betrieben wird. Also ich habe jetzt mal einfach mal angenommen, es sind 12 Volt. Der zweite Parameter, den man natürlich braucht, ist, wie groß soll eigentlich der Konstantstrom sein. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Leuchtdiode anschließen will, dann reichen hier 10 mA völlig aus. Ein dritter Punkt ist, den ich hier aufgeschrieben habe, was ich eigentlich verwende, ist ein Transistor, also welcher Typ. In dem Fall ist es ein BC337-25. Und anhand dieses Typs sieht man oder kann man erkennen, dass der Stromverstärkungsfaktor B bei 250 ist. Also diese 25 deuten es praktisch an. Wenn eine 0 rangehängt, dann ist der Stromverstärkungsfaktor dort. Den braucht man nachher später, um nachher diese linke Seite komplett auszurechnen. Und was auch noch gegeben ist und was eigentlich normal ist, ist hier die Annahme, dass die Spannung UBE 0,7 Volt ist. Und mit diesen Angaben kann man dann die Konstantstromquelle mit dem Transistor berechnen. So, ich habe hier nochmal die Schaltung aufgezeichnet, so wie sie aufgebaut werden soll. Und bevor man da berechnet, gibt es mal ein paar Annahmen und auch Vorüberlegungen. Und zwar geht es im Moment nur immer um diesen rechten Teil hier, also hier diesen Bereich, weil hier fließt der Konstantstrom von 20 mA. Also wir haben hier 12 Volt und wenn hier durch diesen Zweig 20 mA fließen, dann gibt es hier einen Widerstand, einen Maximalwiderstand, der kann natürlich ausgerechnet werden. Und zwar schreibe ich das jetzt mal hier so auf mit R, ist gleich 12 Volt durch 20 mA und das dann sind dann 600 Ohm. Das heißt also, der Gesamtwiderstand hier auf dieser Seite darf maximal 600 Ohm sein, denn sonst fließen keine 20 mA. Das heißt auch, dass RL plus RCE, habe ich das genannt, also den Widerstand, der sich hier einstellt über dem über der Kollektor-Emitter-Strecke, plus RCE plus RL, RE ist gleich 600 Ohm. Das ist sozusagen Maximalwert. Wenn man das jetzt sieht, dann hat man schon eine Ahnung, wie groß RE werden muss. Nämlich RE muss wesentlich kleiner als 600 Ohm werden, denn sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also wenn ich jetzt hier 600 Ohm nehme, dann fließen hier definitiv keine 20 mA mehr. Ein anderer Punkt noch, was jetzt auch unbekannt ist, ist dieser RCE, ist unbekannt. Der stellt sich sozusagen ein. Unbekannt. Da kann man jetzt im Moment erstmal noch nichts machen. Man könnte vielleicht den Datenblatt nochmal gucken, aber das machen wir jetzt nicht, wie der sich einstellt in diesem Fall. Aber wichtig ist, dass RE wesentlich kleiner ist als 600 Ohm, als der Gesamtwiderstand, der hier möglich ist bei 12 Volt und 20 mA. Das heißt auch jetzt, RE sollte so klein wie möglich sein. Also RE so klein wie möglich. Wenn ich jetzt sage, so klein wie möglich, dann könnte ich ein Beispiel mal nennen, na gut, ein sehr kleiner Widerstand ist für mich 0,1 Ohm. Also wenn man jetzt sagt, RE ist gleich 0,1 Ohm hier, dann weiß man, dass ja hier durch den Emitter auch dieser Strom von 20 mA fließt. Und das wäre dann praktisch URE. URE ist gleich 0,1 Ohm mal 20 mA.
Und das sind dann eben 2 Millivolt. Ja, also hier müssten drüber 2 Millivolt abfallen bei 0,1 Ohm, damit hier 20 Milliampere fließen. Das heißt, die Z, die Unspannung nachher, die muss, UZ wäre dann 0,7 Volt, hier über UBE, also 0,7 Volt plus 2 Millivolt. Und da sieht man jetzt auch schon, der RE von 0,1 Ohm ist da nicht geeignet. Also 0,1 Ohm ungeeignet. Das funktioniert nicht. Also man kriegt keine Z-Diode, die 0,702 Volt genau erzeugt. Das funktioniert also nicht. Ein wichtiger Punkt, den man hier noch natürlich sieht, ist, UZ muss natürlich größer als 0,7 Volt sein, denn diese Schwelle hier von 0,7 muss überschritten werden. Das sind jetzt sozusagen erstmal die Vorüberlegungen. Gut, wenn man das jetzt hat, dann kann man sagen, na gut, also 0,1 Ohm wäre zu niedrig. Bei einem Ohm hätten wir hier 20 Millivolt, ist auch schon sehr, sehr wenig. Also man kriegt diesen Wert dann nicht zusammen. Bei 10 Ohm hätte man 200 Millivolt, da käme man in so einen Bereich, wo man sagt, na gut, das haut vielleicht schon ganz gut hin. Jetzt kann man zur anderen Seite sagen, okay, man guckt sich mal hier an, was gibt es eigentlich an Bauteilen, an Z-Dioden, die eben größer als 0,7 Volt ist oder mehr als 0,7 Volt hat. Und in dem Fall habe ich einfach mal eine Auswahl getroffen. Ich habe eine Z-Diode gefunden. Das ist jetzt also meine Annahme oder meine Auswahl. Auswahl UZ ist gleich 1,5 Volt. Und die Z-Diode, die ich verwendet habe, ist die ZTE1V5. Die erzeugt mir also hier 1,5 Volt. Ich habe dann hier 0,7 Volt abzuziehen. Ich habe also hier 0,8 Volt. Und wenn ich das jetzt habe, dann kann ich sagen, oder mein RE berechnen. Und der RE wäre dann, ich mache mal hier eine Linie. Also das jetzt, was orange praktisch ist, ist eigentlich nur so eine, wie gesagt, Vorüberlegung. Und jetzt wäre also die Auswahl ZTE 1,5 Volt. Das ist also die Z-Diodenspannung. Und der RE wäre dann UZ minus UBE geteilt durch I konstant. Ist gleich 1,5 Volt minus 0,7 Volt geteilt durch 20 Milliampere. Und damit haben wir ein RE von 40 Ohm. Und ich habe hier eingesetzt in der Schaltung 18 plus 22 Ohm. Da kommt man also genau auf 40 Ohm. So, als nächstes geht es dann darum, den R1 hier zu berechnen. Die generelle Formel sieht man hier, also R1 ist gleich U plus minus UZ, also das wäre dann die Spannung über den R1, geteilt durch den IZ, der hier fließt, plus dem IB. Ja, also der Strom durch den Widerstand hier, der teilt sich ja auf, das ist also IR1, teilt sich auf in IZ und IB, also ist der Strom IR1, IZ plus IB, deswegen hier diese beiden Werte dort. Wenn man jetzt mal guckt, wie groß IB ist, dann muss man die Angaben von dem Transistor haben, nämlich den Stromverstärkungsfaktor und auch den Kollektorstrom, der fließen soll. Der Kollektorstrom ist gleich dem Konstantstrom. Also IB ist gleich IC geteilt durch B. Und IC ist also auch gleichzeitig I konstant. Und somit haben wir ein IB von 20 mA durch 250. Das war ja hier von dem Transistortyp der B, der Stromverstärkungsfaktor B. Und das wären dann ausgerechnet 80 Mikroampere. Also der Transistor braucht hier 80 Mikroampere, damit er da durchsteuert. Dann brauchen wir natürlich noch den
Z-Ionenstrom. Und den Z-Ionenstrom, den kann man eigentlich nur aus dem Datenblatt nehmen. Ich habe hier mal das Datenblatt von dieser ZTE 1,5. Und da ist dieses Kennlinienfeld hier zu sehen. Ich zoome da mal rein. Und wichtig ist jetzt hier diese Kennlinie. Ich bin jetzt hier im Bereich der ZTE 1,5 und ich möchte natürlich genau 1,5 Volt hier bekommen an der 10er Diode. Und der Strom, der durch die 10er Diode fließen muss, ist dann in dem Fall 10 mA. Also IZ wäre 10 mA. IZ 10, muss mal zurückzoomen. 10 mA. Und somit kann ich R1 praktisch ausrechnen. Also R1 ist gleich 12 Volt minus 1,5 Volt geteilt durch 10 mA plus 80 Mikroampere. Man sieht eigentlich auch schon, diese 80 Mikroampere sind im Gegensatz zu den 10 mA fast vernachlässigbar. Und da kommen wir auf einen Widerstand. Ich muss das mal kurz ausrechnen hier mit dem Taschenrechner. 12 minus 1,5 geteilt durch ja, 1 Kiloohm. Also 1 Kiloohm wäre dann dieser Widerstand R1. Gut, damit hat man jetzt erstmal alle Werte. Und dann kann man jetzt in den Aufbau mal gehen und gucken, ob das alles so stimmt. Ich habe die Schaltung hier unten mal aufgebaut und habe Folgendes gemacht. Ich habe hier oben einen Ampermeter eingesetzt, um den Konstantstrom zu messen, und habe da unten nochmal einen Multimeter dran, um die UBE zu messen, die Spannung zwischen Basis und Emitter. Mit dem rechten Multimeter messe ich die UBE, mit dem linken Multimeter den konstanten Strom. Ich schalte jetzt mal ein. Die Versorgung ist 12 Volt und wie man sieht, ich habe hier ja, 20 mA. Aber der Strom steigt stark an und die UBE sinkt gleichzeitig ab. Es gibt nämlich hier jetzt ein Problem, und zwar, wenn man sich mal überlegt, wie der Transistor gerade beschaltet ist. Er hat vom Ampermeter her gesehen, ist hier praktisch kein Widerstand drin. Das heißt, die Spannung UCE ist jetzt derzeit bei 11,2 Volt, sagen wir mal. Und die Leistung, die in dem Transistor jetzt umgesetzt wird, sind die 11,2 Volt mal den 20 mA, und das sind 224 mW. Das stimmt hier nicht, das ist Watt. Das ist natürlich schon relativ viel für so einen kleinen Transistor, das heißt, er wird warm. Das heißt, wir haben ein Wärmeproblem. Wenn der Transistor warm wird, dann sinkt die UBE generell. Wenn das der Fall ist, also wenn diese Spannung hier sinkt und die hier oben gleichzeitig konstant bleibt, dann steigt die Spannung an URE und der Konstantstrom steigt. Das lässt sich nicht vermeiden. Also man kann jetzt zwei Dinge tun. Das erste wäre, dass man diesen Widerstand höher wählt, sodass die Verlustleistung hier geringer wird, sodass der Transistor sich nicht so sehr stark erwärmt. Dann hat man aber den Nachteil, wenn der jetzt höher wird, dass man hier dem oberen Bereich, wo ich meine Last habe, dass da der Spannungsbereich nicht sehr ja, weitreichend ist vielleicht. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man die Diode hier thermisch mit dem Transistor koppelt. Das heißt also, das werde ich jetzt gleich auch machen, wenn man die 10er Diode hier direkt auf den Transistor klebt sozusagen oder da in die Nähe setzt und drauf setzt, dann verhält sich die Diode auch so, dass sie warm wird und dadurch sinkt auch die Spannung hier ein bisschen. Und wenn gleichzeitig die UBE auch sinkt, dann haben wir also praktisch parallel etwas, was sinkt. Trotzdem müsste dann aber die 0,8 Volt konstant bleiben und der Kollektorstrom müsste dann auch konstant auf 20 mA sich ungefähr einpendeln. So, ich habe jetzt hier mal die 10er Diode direkt mit ein bisschen Schraubensicherungslack an den Transistor geklebt. Und wenn man jetzt sich den Strom mal anschaut, dann pendelt er sich so ja, hier in diesem Bereich ein. Er sinkt auch nochmal einen Moment, also er steigt nicht mehr an. Also die thermische Kopplung funktioniert.
Er wird sich sicherlich dann irgendwann einstellen auf einen bestimmten Wert. Also hier jetzt 20,9495 ungefähr. Und damit kann man sagen, ist die Konstantstromquelle erstmal funktionsfähig. Eine Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, wie viel Leuchtdioden zum Beispiel, wenn ich die Konstantstromquelle für Leuchtdioden mal entwickle, wie viel kann ich da eigentlich reinsetzen in Reihe? Denn ich habe ja zum einen nur 12 Volt hier zur Verfügung, will 20 Milliampere fließen lassen, also ich kann da nicht unendlich viele reintun in Reihe. Und dazu kann man mal in den Datenblättern nachgucken von den Leuchtdioden, wie viel Spannung die sozusagen brauchen. Ich habe hier mal in den Datenblatt von Kingmite geguckt. Für die verschiedenen Farben sind die Forward-Spannungen, also UF, unterschiedlich, also je nach Farbe. Die UF hier bezieht sich auf einen Strom von 20 Milliampere, also bei Rot wären es 2 Volt. Also wenn durch die Leuchtdiode 20 Milliampere fließen, dann fallen über der Leuchtdiode 2 Volt ab. Jetzt kann man sich natürlich schon ausrechnen, wie viel ich hier reinbekomme, so maximal. Also bei 5 Leuchtdioden in Rot komme ich hier auf 10 Volt. Hier unten komme ich auf 0,8 Volt. Dazwischen, also bei 5 Leuchtdioden, wird es vielleicht gerade noch so gehen. Aber ich kann definitiv nicht 6 Leuchtdioden hier mit 20 Milliampere betreiben. Und das will ich einfach mal zeigen. Also ich habe jetzt eine Leuchtdiode drin, eine rote. Im Moment sind es 2,8 Milliampere. Wenn ich jetzt mal die nächste reinsetze in Reihe, dann haben wir, ja, 20,5, also es geht schon etwas runter, nicht viel, aber immerhin etwas. Dann mal die nächste hier einsetzen. Dann mal so 3, es ist immer noch 20 Milliampere. 20,2 ist auch wieder ein Stück runtergegangen. Jetzt haben wir 4, haben wir immer noch 20 in etwa. Jetzt setze ich mal die fünfte hier daneben ein. Ja, hier geht es schon merklich runter. 19 könnte man noch fast als 20 ansehen. Aber wenn ich jetzt die sechste Leuchtdiode hier reinsetze, wird man sehen, der Strom fällt massiv natürlich ab, weil er kann das einfach nicht mehr liefern. Also wir haben jetzt 3,68 Ampere. Das ist sozusagen jetzt die Spannungsbegrenzung aktiv. Ich habe nicht so viel Spannung zur Verfügung, damit ich alle sechs Leuchtdioden mit 20 Milliampere betreiben kann. Also da gibt es natürlich jetzt auch Limits, was diese Konstantstromquellen betrifft. Eine weitere Sache, die man mal testen sollte, ist, inwieweit ist eigentlich die Konstantstromquelle konstant bei sich ändernder Betriebsspannung. Also ich habe jetzt hier 12 Volt, 20 Milliampere, zwei Leuchtdioden drin. Ich stelle jetzt mal die Versorgungsspannung auf 9 Volt ein. Ja, da sieht man, ich habe eigentlich nicht mehr 20 Milliampere, ich bin schon weit runter, 19,6. Und wenn ich jetzt mal meinetwegen auf 16 Volt die Versorgung einstelle, bin ich über 20 Milliampere. Also die so richtig schön konstant ist die eigentlich nicht. Und der Grund liegt eigentlich hier an dieser Seite, auf der linken Seite, denn die Z-Diodenspannung ist hier abhängig natürlich vom Strom durch die Z-Diode. Und der Strom ist natürlich auch abhängig von, ja, der Spannung und dem Vorwiderstand, die hier sozusagen anliegt. Ich hatte das ja vorhin berechnet für 12 Volt. Wenn die natürlich hier schwankt, schwankt auch der Strom durch die Z-Diode und damit schwankt auch dieser Punkt und der ist nicht konstant 1,5 Volt. Das heißt, hier müsste man auf jeden Fall, wenn man das jetzt verbessern will, erstmal was ändern. Hier müsste man nämlich eine Referenzspannung nehmen. Da kann man im einfachsten Fall einen Spannungsregler nehmen, 5 Volt oder sowas, und dann hier damit die Z-Diode betreiben, sodass man hier wirklich konstant auf 5 Volt kommt. Und dann wäre auch hier erstmal die Konstanz gegeben, dass da immer 20 Milliampere fließen. So, ich habe jetzt den 1 Kiloohm Widerstand ausgetauscht gegen einen Spannungsregler mit Vorwiderstand für die 10er-Diode, sodass hier die 1,5 Volt konstant sind, unabhängig von den 12 Volt. Derzeit wird die Schaltung betrieben mit 9 Volt und wir haben 21,18 Milliampere. Wenn ich jetzt mal umstelle auf 16 Volt, dann sieht man, wir haben jetzt 21, ja, 7 wird sich so ungefähr einstellen.
Also die Abweichung jetzt ist doch wesentlich geringer als vorher mit dieser Konstellation. Also hier hat man normalerweise eine Referenzspannung, die dieses Potential wirklich konstant hält. Ja, die bisherige Schaltung sah ja so aus. Und selbst wenn man jetzt hier also wirklich eine gute Referenz hat, dann ist die Konstantstromquelle nicht so konstant, wie man sich das vielleicht wünscht. Denn das Problem ist, hier wird nichts geregelt. Regeln heißt, ich gucke zum Beispiel mal hier mir die Spannung an RE an und wenn die abfällt oder größer wird, dann regle ich diesen Transistor nach. Das ist hier nicht realisiert. Man kann das aber machen. Und zwar, wenn man dazu ja, diese Spannung erstmal misst und ein neues Bauteil verwendet, nämlich einen Operationsverstärker. Die Schaltung wäre, ja, die bleibt auf dieser Seite gleich. Wir haben also einen Lastwiderstand, wir haben den Transistor, wir haben diesen RE. Der Transistor bekommt erstmal einen Basisvorwiderstand generell. Und an den Transistor wird nun ein Operationsverstärker angeschlossen. Und der hat die Aufgabe, die Referenz, die ja vorne anliegt, dann mit der Spannung an dem RE zu vergleichen. Und wenn da ein Unterschied ist, dann den Transistor mehr aufzusteuern oder weniger aufzusteuern. Wie funktioniert's? Eigentlich ganz einfach. Hier ist der positive Eingang und hier ist der negative Eingang vom Operationsverstärker, also der invertierende und nicht invertierende Eingang. Und der invertierte Eingang geht praktisch hier an den RE heran. Und der positive Eingang geht an eine VREF, also eine Referenzspannungsquelle. In unserem Fall ist es ja hier die Zener-Diode. So, wie funktioniert's? Generell ist es so, der Operationsverstärker, wenn man sich das anguckt, hat ein sogenanntes negatives Feedback. Das heißt, hier am Ausgang, da geht es ja zum Transistor und vom Transistor geht es in irgendeiner Form auf den negativen Eingang zurück. Das heißt, wir haben hier ein negatives Feedback. Wenn das gegeben ist, dann passiert Folgendes: Dann stellt sich im Laufe von Attosekunden wahrscheinlich hier eine Spannung von ungefähr 0 Volt an ein. Also hier dieses UD, nennt man das U-Differenz, wird 0 Volt. Und zwar arbeitet der hier praktisch jetzt als Komparator. Er vergleicht also die Referenzspannung mit dieser Spannung. Wenn ich einschalte, habe ich hier vielleicht erstmal 0 Volt, dann ist die Differenz sehr groß, positiv. Dann steuert der Transistor voll auf, sodass diese Spannung auch ansteigt. Man kann sich vorstellen, Schritt für Schritt sozusagen wird diese Spannung dann zu 0. Ich habe in einem anderen Video über Linearregler gesprochen, da ist es das gleiche Verfahren. Also diese Spannung wird 0. Wenn ich jetzt also hier eine Referenzspannung habe, zum Beispiel von 1,5 Volt von der Zener-Diode und ich hier eine Differenz habe von 0 Volt, ja, dann habe ich hier eben auch URE gleich 1,5 Volt. Gut, der Strom, der hier reinfließt, ist praktisch null, den kann man vernachlässigen. Der Konstantstrom, den wir ja gehabt haben, ist 20 Milliampere. Und der fließt natürlich auch durch den Emitter, also auch durch den RE. Wie groß muss RE sein? RE ist ganz einfach zu rechnen. RE ist gleich die Referenzspannung UREF geteilt durch I konstant. Und in dem Fall wäre es 1,5 Volt durch 20 Milliampere und das sind dann 75 Ohm. Also wir sind jetzt hier etwas anders vom Wert her als in der ersten Schaltung, das spielt aber gar keine Rolle. Also 75 Ohm, ich habe jetzt hier 250 Ohm Widerstände parallel geschaltet, sodass ich genau 75 Ohm komme. Der Widerstand hier, der Vorwiderstand, den habe ich 10 Kilo umgenommen, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, spielt aber letztendlich auch keine Rolle, der Basisstrom ist sehr, sehr gering. Also man kann da wahrscheinlich zwischen 1 und 10 Kiloohm den Basisvorwiderstand auswählen. Ich habe die Schaltung hier mal aufgebaut und derzeit ist die Betriebsspannung 12 Volt, also hier dieses U plus. Und ich habe es jetzt direkt ohne Leuchtdiode 21 Milliampere. Und wenn ich jetzt hier zur nächsten Leuchtdiode gehe, dann messe ich ebenfalls 21 Milliampere. Und wenn ich zur nächsten gehe, ebenfalls und zur dritten auch.
Wenn ich jetzt eine vierte einsetze, dann sieht man, da ist die Konstantstromquelle nicht mehr konstant, weil der RE einfach zu groß ist. Nee, also hier 4 leuchtet und gehen noch, aber 5 werden sicherlich nicht gehen. Ich kann es ja nochmal probieren. Und damit ja, ist die Konstantstromquelle, hier sieht man 12 mA, hier sind nicht mehr konstant. Also mit den Leuchtdioden funktioniert es jetzt. Ich habe jetzt hier praktisch dann 21 mA. Jetzt habe ich 12 Volt eingestellt, jetzt stelle ich mal 16 Volt. Betriebsspannung ein, es sind immer noch 21 mA. Jetzt stelle ich mal 9 Volt ein, also Minimum, Maximum. Und ja, jetzt wären es schon weniger, natürlich, weil ich nur noch 9 Volt hier zur Verfügung habe. Das heißt, 4 Leuchtdioden kann ich damit nicht mehr betreiben, sondern ich kann nur noch 3 betreiben, aber da bin ich auch wieder bei 21 mA. Also diese Spannung hat hier einen ganz gravierenden, ganz gravierende Auswirkungen auf den maximalen Lastwiderstand, den ich betreiben kann. Ganz klar, Ohmsches Gesetz wirkt da ganz klar. Das heißt, bei 9 Volt kann ich 3 Leuchtdioden betreiben mit 21 mA und bei 16 dann eben 5. Ja, das war es zu diesem Thema, Konstantstromquelle. Ich hoffe, es hat geholfen und viel Spaß dabei. Tschüss. Ja, hier noch kurz ein Nachtrag zu dem Thema Konstantstromquelle. Ich habe die hier aufgebaut und was ich jetzt gemacht habe, ich habe diesen Akku jetzt mal angeschlossen. Die Betriebsspannung ist gerade bei 12 Volt. Und der Akku lädt hier gerade so mit 21 mA. Und was ich hier auf der anderen Seite noch messe, ist die Akkuspannung. Die ist gerade bei 8,22 Volt. Das ist natürlich wenig. Die war vorhin noch bei 8,1 Volt. Ich weiß nicht, ob es noch möglich ist, den Akku wirklich vollzuladen oder ob der hin ist. Aber hier sieht man, die Konstantstromquelle ist konstant jetzt bei 21,1 mA. Gut. Bis dann. Tschüss.